Und da machen wir direkt weiter bei Until Dawn. Willkommen. Wir sind wieder beim Psychologen. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Wenn ihr den letzten Part gesehen habt, wird einiges passiert sein. Das würde euch sehr gefreut haben. Okay, der Killer hat sich gezeigt und Jessica ist augenscheinlich tot. Das ist doch toll. Ich mag Sam am liebsten und ich mag Josh am liebsten. Ich würde auf Josh tippen, weil er mir ein relativ cooler Typ mit einem bösen Humor zu sein schien. Und ich generell mich in der Umgebung von Typen ein bisschen wohler fühle als von Girls. Emily, Matt. Matt. Eindeutig Matt. Ashley, Chris. Chris ist ein funny Dude. Mike oder Jess? Okay. Okay. Du würdest tatsächlich Jess sagen, weil mir Mike. Ich weiß nicht. Mike spielt halt so ein bisschen seine Show ab. Ich weiß nicht, Jess. Ich hatte Sirenen auf dem Ohr eben. Mit Jess könnte man sich, glaube ich, ein bisschen besser verstehen. Ich meine, die hatten wir auch schon an derselben Station mit ihr gequatscht. Der hat eine Spritze rumliegen, dieser Wichser. Ich mag Sam am liebsten, ich mag Emily am liebsten. Ja, doch, dann eher Sam. Emily kenne ich überhaupt nicht ab. Ich glaube, die wurde auch so designt, dass man. Dann noch eher Mike. Bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Ihn mag ich gar nicht. Emily kann ich überhaupt nicht ab. Ich. Ein bisschen biestig für dich, nicht wahr? Wieso? Oft wird mangelndes Selbstvertrauen überspielt mit einem Übermaß davon. Denk drüber nach. Klingt das nicht ein bisschen nach dir? Hey. Ah, ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon um. Ich meine, Emily Wir hat sehen uns bald viel zu wieder. großes Selbstvertrauen, aber ich glaube nicht, dass sie das überspielt, sondern sie ist halt einfach wirklich eine Bitch, ne? Ich glaube, das ist nicht wie bei Jess. Denn ich glaube, das ist halt wirklich wie bei. Eine Sekunde. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das ist bestimmt. Welche Schwester ist es denn? Ah! Lauf! Ah! Oh mein Gott! Ash! Hey! Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Okay, Loyalität, ihr habt mich nicht gehört. 7 Stunden bis zum Morgen. 40 Kapitel. Er nimmt die Flinte. Sehr gut. Ihr habt mich nicht gehört. Okay, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Quicktime-Events. Dreieck, Kreis, Viereck, X. Okay. Abkürzung riskieren. Let's go, Alter. Ich halte den Controller. Teufel werde ich tun. Ich verkacke hier nicht, ich verkacke hier nicht, ich verkacke hier nicht, ich rette ihr Leben. Jessica! Weil irgendwas hat sie geschnappt. Runter, du Horst. Da ist sie. Alter, sie ist verletzt.
herum. Ich spring da nicht, wir gehen da rum. Vorsicht, Vorsicht, es bringt uns nichts, wenn wir hierbei abkratzen. Mach schon, Superman. Ja, so einen Sprung hätten wir nicht überlebt, Alter. Fieck! Ich hab mich verdrückt. Komm schon, bitte. Springen. Kreis. Nein. Fuck. Wir haben viel zu lange gebraucht. Ich bin halt einfach nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Runter. Alter, das ist ja krank. Ey, wenn du nicht geübt bist mit dem Controller, bist du ja am Arsch. Komm schon. Na los, Mikey Boy. Ich will sie wirklich retten. Aber ich glaube, ich kann mich hier nur blöd anstellen. Ich weiß nicht, wie viel ihm das Spiel verzeiht. Okay. Besser, ich muss jetzt nicht ballern. Renn. Du musst doch rennen. Jessica, ich komme. Totem? Lauf. Alter, du hast keine Zeit. Renn. Lauf doch, du Hund. Jessica! Totem. Führungstotem, ein Wolf. Ein Hund oder ein Wolf? Was auch immer. Lauf, Boy. Das kannst du aus der anderen Richtung. Jessica! Hilf mir! Oh nein! Michael! Jess! Jessica! Noch? Oh Gott! Sie lebt! Jess! Bist du okay? Sie lebt! Hilfe! Fick dich! Jessica! Fick dich! Was zur Hölle? Das ist Scheißvieh! Das war kein Mensch, oder? Oder war das einer? Okay, ich baller. Erstens mal scheiße, dass wir sie verloren haben. Das ist ein Witz. Es tut mir extrem leid, wenn ich irgendwie. Nein. Ich hab doch danach richtig gedrückt. Komm schon, Mike, ich drück doch. Es tut mir so leid. Aber jetzt mache ich's richtig. Schnell. Spring. Schnell.
Ich lerne nicht aus meinen Fehlern. Kreis, Dreieck, Viereck, Kreis. Springen. Wir machen das so weit, bis wir oben sind. Dreieck. Kreis. Alter, das ist echt fucking brutal. Ich habe eine Reaktionsschwelle, das geht doch gar nicht, Alter. Feuer. Was? Komm, komm schon. Komm schon, du blöder Schrott. Hätte ich mir den Schuss dafür aufheben sollen? Fuck, nein, nein, nein. Shit. Alter, muss es aber zwei Killer geben, oder? Oder spielst du zu versetzten Zeiten, weil was ist mit dem Haus? Okay. Wieso der? Dann muss es zwei geben. Okay. Ich muss ganz genau ruhig gucken, wie das immer gemacht wird. Nicht so schnell, Cowboy. Nicht so schnell, ja, okay. Ich denke, mittlerweile merkt er auch, dass es nicht so gut ist, nicht, also nur so schnell zu machen, aber es passt halt zu ihm. Und den Stil will ich auch relativ beibehalten. Ich meine, wir kriegen eigentlich alles so weit gut hin, mit ein paar Fehlern. Fuck, das war's. Komm schon. Das war der Typ, oder? War das irgendein Monster? Okay, geil, eine Lampe. Ich würde schon sagen, der muss doch erfrieren. Warum geht der jetzt nicht zurück? Will der ihren Mörder da kriegen oder was? Geh zurück, Mikey. Erzähl's den anderen oder was, oder? Na gut, der hat wahrscheinlich auch kein Telefon mehr. Scheiße. Was ist das für eine Bude? Der ist der Typ hingegangen. Was zum Fick? Wieso hat er ihn liegen lassen? Küche vom Anfang des Spiels, ne? Hier hat alles angefangen, ja. Wir erinnern uns. Okay. Ash ist jetzt Priorität. Was zum Teufel? Du, Alter, was hat er gemacht? Ash! Totem, please?
Ja, nix Totem, Alter, wie es aussieht. Sorry, falsche Taste. Ich denke die ganze Zeit, ich renne. Dabei mache ich es gar nicht. Ist das hier eine Blutspur? Alter, hat er die hier lang geschleift? Okay, okay, wir folgen nicht der Spur. Weil das ist offensichtlich, wo wir hingehen sollen. Was wollen uns die Raben zeigen? Ash! 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 Oh, war das die falsche Spur? Weißt du was? Das sieht mir aus, jetzt würde ich besser umdrehen. Kann ich rufen? Nee. Ich werde möglichst nichts verpassen, wenn ich hier schon die Chance habe. Vielleicht war das auch so, dass man sich denken soll, oh, das ist bestimmt der falsche Weg. Ich meine, da kommen wir halt auch nicht lang, ne? Ich meine mal so, die Zeit habe ich bestimmt auch, ne? Ich meine, es gibt hier keine Quicktime-Events. Was zum Henker? What the fuck? Wer tut sowas? Das ist eine extrem gute Frage. Oh shit. Schweinekopf. Ich bin froh, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Ein weißes Totem. Man weiß, es ist ein gutes. Ach, das ist ein böses. Das ist ein schwarzes Totem. Ein Todestotem. Okay, wir wurden von irgendwas hochgezogen. Ich meine, das waren doch wir, oder? Oder war das... Ich habe keine Ahnung, wer das war. Ich könnte es mir nochmal angucken, aber... Ah, fuck it. Fuck it. Ah, das Spiel macht Fun. Das Spiel macht extrem Fun. Das ist ultra Hammer. Ultra Hammer geil. Ich glaube, wir kommen auch in jedem Part gut voran. Hoffe ich. Schätze ich. Vermute ich. We will see. Auf jeden Fall, ich weiß, das Spiel geht nicht lange. Wir werden sehen, wie lange es noch geht. Ich hätte mal, wir haben so ein Drittel. Okay. Ja, okay, warte, was ist das hier? Könnte ich hier was machen? Nein. Müssen wir nochmal haben. Sagen, das ist wie eine krankste Jägerhütte, die du hier finden könntest. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Bist du okay? Was ist denn passiert? Bitte, was ist das? Ich komme, Ash. Red einfach weiter mit mir. Was? Oh. Chris, bist du da? Fucking Saw, Alter, oder was jetzt kommt. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Oh nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, Chris! Hol uns hier raus! Lass mich sofort hier runter, du Psychopath! Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher. Direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst.
Scheiße, Scheiße, oh nein! Oh Gott, oh Gott, das ist nicht fair! Okay, alles ist bald okay. Alter, Kumpel! Oh mein Gott! Denk drüber nach, einen Moment! Du lässt mich doch nicht sterben! Gib mir eine Sekunde, ich kann nicht denken. Ja. Ich, um meine Entscheidung zu begründen, ich habe mich schon entschieden. Es ist schwer. Ich mag Josh lieber, aber Ashley retten wir, weil er in sie verknallt ist. Er könnte sich das nie verzeihen. Ich meine, selbst wenn er seinen Kumpel retten würde. Beide könnten nie damit leben. Es tut mir leid. Ich mag dich, Josh. Das ist Wahnsinn! Das will ich mir nur einbilden. Bitte sag mir, dass ich mir das einbilde. Ich, was soll ich denn tun? Bro, wir haben so viel durchgemacht. Komm schon, ich will nicht so abtreten. Chris, bitte, ich hab solche Angst. Bitte, er darf es nicht. Oh, nein, Chris. Das war so Es tut mir so leid. Nein. Es tut mir so leid. Freunde, Mann! Ich dachte, wir sind Freunde! Warum tust du das? Das ist Wahnsinn! Bitte! Nein! Oh, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Oh mein Gott! Hol uns hier raus! Das hat er nicht verdient. Das hat er nicht verdient. Hätte ich warten müssen. Ich glaube, dann wäre es auf einer mittleren Schiene gefahren, hätte es beide umgebracht. Das wollte ich nicht. Hör auf, bitte. Komm, los. Wir holen dich da runter. Wir müssen hier raus. Oh, Alter. Okay, dass sie das animiert haben. Ach du Scheiße. Wir müssen weg, okay? Alter, was für ein Wichser. Deswegen hat er ihn auch zurückgelassen. Chris. Ashley. Wir sind wieder da. Blut? Wessen Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Er ist tot. Direkt vor unseren Augen, Mann. Wovon redest du da? Er ist ein Psychopath. Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Er ist ein Psychopath. Er hatte eine Säge und es hieß er oder Ash. Was sollte ich denn bloß tun? Er hat ihn zersägt, überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt. Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Es war meine Schuld, Matt. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesägt. Hey, wir werden die Sache klären. Ich weiß nicht. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht. Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus. Und wer weiß, wo Sam ist? Ich glaube, in der Lodge. Gut. Du hast recht. Hol die anderen zusammen. Aber wenn hier ein Psychopath rumläuft, sollten wir Hilfe holen, oder? Nicht nur abwarten. Aber was ist... Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Ab zur Lodge. Da seid ihr sicher, oder? Ach, teilt euch wieder auf! Muss erstmal sagen, gute Reaktion... Du blöder Wichser... Gute Reaktion von Ash und Chris. Das war wirklich glaubwürdig. Das fand ich gut. Oh, jetzt sehe ich es auch. Ist Folterband. Da draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Nein. Was? Nein, tut sie nicht. Glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Was wollen sie? Wer sind sie? Ich will dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst. Mir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Das glaube ich langsam auch. Und ich erkenne nicht besonders viel Ehrlichkeit in der Art, wie du spielst. Ja, ich spiele schon relativ ehrlich. Sorry, ich habe ihn geopfert. Aber rein aus Chris' Sicht musste es sein. Er liebt sie. Fuck.
Sie wollte ihm das ewig danken. Hast du jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen? Ich hab Angst. Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube nicht. Wow. Danke, du bist ein ziemlicher Wichser geworden. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch! Oh, hey, tust du das? Das ist Wahnsinn! Oh, Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, shit! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Ach so. Kapitel 5, Furcht. 6 Stunden bis zum Morgen. Nur 6 Kapitel, eine halbe bis eine Dreiviertelstunde oder was? Okay, dann sind wir wahrscheinlich hier vielleicht schon bei der Hälfte nach diesem Kapitel. Nein, gar nicht gut. Nee, überhaupt nicht. Scheiße. Ach, das sind das die Wölfe aus dieser Vision? Okay, wir müssen lieb zu denen sein. Okay. Sehen wir uns das mal genauer an. Wir können die irgendwie streicheln oder so. Wir haben eh keine Waffe mehr, Alter. Jazz tut's mir halt. Keep out. Jazz tut's mir halt so leid. Ne, ich habe eigentlich alles versucht, aber ich meine, wie gesagt, ich habe typische Gamer-Reaktion. Disch. Hä? Sogar noch falsche Richtung. Also, das ist so. Vielleicht nicht mein Spiel. Aber wenn es halt alles nur über Quicktime-Events macht, finde ich es halt auch nicht so gut. Ich sage, wir finden ja bestimmt noch ein Totem. Ja. Oder ist das nur das Tor? Noch ein totes Totem? Ein Glückstotem, ach so. Das ist ja toll. Hier beim Brunnen irgendwas. Der muss doch eiskalt sein, der muss doch erfrieren, der arme Sack. Jetzt, wenn ich das Jacke mitnehmen können, als er rausgerannt ist, um seine Freundin zu retten. Super. Wieso sollte ich auch nicht am unheimlichsten Ort der Welt landen? Baubehördlich gesperrt. Ab sofort ist allen Personen die weitere Benutzung oder Bewohnung dieses Gebäudes gesetzlich untersagt. 1954. Okay. Stimmt. Weniger als das Gruseligste auf der Welt gibt's für dich nicht, Mike. Kann ich bitte wieder rausgehen? Du Spock, kannst du wieder rausgehen? Ich kann mich nicht bewegen. So eine Scheiße.
Okay, der hat das safe bemerkt. Was zum? Der hat uns safe bemerkt. Wir brauchen eine Security Card. Natürlich. Strom anstellen, Security Card holen. Also was ist das? Sendet ihr uns... Hält uns jetzt seine Wölfe auf dem Hals? Sendet ihr die jetzt aus? Nach uns? Hab ich richtig viel Bock drauf. Da komme ich nicht hoch, Alter. Da können wir hier irgendwie so ein paar Parcours machen. Nee. Hab ich eine Abkürzung? Who knows? Okay, neues Gebiet, wo wir tatsächlich rumlaufen können. Edmund. Oh, da wird vielleicht einer sein. Pines Sanatorium. 12 Pines Sanatorium 1922 gegründet. Okay, also hielt nicht mal lange. Gerade mal 32 Jahre. Lass mich hier eine Axt oder sonst irgendwas. Irgendeine Waffe. Ich meine, warum auch immer sollte hier sowas liegen, aber... Wow. Da wollte aber jemand unbedingt reinschauen. Komm schon, komm schon, komm schon. Zack, Bruder. Stichschuhkarten, 30 Stück. Stechkarten, haben die gearbeitet, okay. Also 30 Mitarbeiter oder was? Die hier waren. Das hört sich überhaupt nicht gut an. Das? Eine Kamera. Kaputt. Ja, das ist scheiße. Ich meine, ja, wir können dann noch auf die andere Seite, aber ich bleib jetzt mal hier. Ich halte mich mal hier ran. Andere Seite. Andere Seite. Andere Seite. Ich wette, wir könnten auch bestimmt wieder raus, aber... Was ist hier? Ah, ha, ha, ha. Herr Mutter, wenn du versuchst, mich hier zu überlisten. Mitteilung, betrifft Rettung der Bergarbeiter. Hiermit informiere ich Sie, dass die Rettung der Bergarbeiter morgen, 5. Januar, abgeschlossen werden soll. Es sei der überlebende Bergarbeiter unbekannt ist, bereiten Sie alle Betten auf Station A vor. Okay, was? Kann ich. Ah, die Presse wird morgen vor Ort sein. Sie muss Zeuge werden, damit wir den Bergarbeitern die bestmögliche Behandlung angedeihen lassen. Beachten Sie, dass den Besuchern mit der Presse die Zutritt zur Psychiatrie untersagt ist. Nicht Beachtung dieser Anweisung würden sich schlecht auf Mr. Bragg und das gesamte Sanatorium auslocken und eine fristlose Kündigung zur Folge haben. Was deine Nasenkammer brauchen, die riechen widerlich. Okay, ja, wir haben die Minen ja schon gesehen, also Bergarbeiter gerescued. Interessant. Ich würde sagen, wir machen mal bis 40 oder machen wir heute mal einen extra langen Part. Noch 5 Minuten, richtig schön. Weil es gerade schön spannend ist. Aber mir gefällt das Game so sehr. Ist bisher eine gute 8. Ratten, damit komme ich klar. Okay. Sind dann Schabericht Bergarbeiter, Mann, der Arzt
Dr. N.H.F. Bowen. Dieser Bericht betrifft Ausgangszustand der 12 Bergarbeiter nach dem Einschuss der Mine und der anschließenden Rettung in Blackwood Pines Aufnahme. Angenommen, die Männer seien völlig ausgemergelt, erschöpft und verwirrt. Jedoch machen die Bergarbeiter einen überzeugenden und relativ gesunden Eindruck, was auf ihren offensichtlichen Fund von Notrationen der Mine zurückzuführen lässt. Je prognostiziert wiesen einige der älteren Männer eine gehemmte Atemfunktion sowie Symptome einer Lungenentzündung auf. Auf psychologischer Ebene war der Wiedereingliederungsschock für einige Gruppenmitglieder nach der 23-tägigen Isolation schwierig zu bewältigen. Auch wenn ihr äußerlicher Gesundheitszustand besser als erwartet ist, besteht eine Beeinträchtigung aufgrund der Gefangenschaft in der Mine. Aufgrund der labilen Verfassung einiger der Patienten haben wir Flügel A des Sanatoriums abgeriegelt. Es werden sobald wie möglich psychologische Analysen durchgeführt. Die Männer mit Atemschwerden wurden einer Bronchoskopie unterzogen und erhalten eine Behandlung mit Streptomycin. Die restlichen Patienten stehen rund um die unter strikter Behandlung. Okay. Wir fahren jetzt ein bisschen was über die Bergarbeiter. Not bad. Okay, da lacht irgendwer. Nächster Part. Vielleicht doch nicht 40 Minuten. What the fuck ist das? Diabetapost 1952. Roboter auf Blackwood Mountain angegriffen. Das Sicherheitsgriff des Blackwood Sanatoriums angegriffen und anschließend ins Krankenhaus eingewiesen. Okay. Der Nachrichtenreporter wollte die Bergarbeiter interviewen, die am Dienstag, ja, die durften halt nicht rein unter dramatischen Umständen. Waren unter Tage für über 3 Wochen eingesperrt, nachdem Befestigung auf Westmine im Dezember zusammengebrochen waren und werden jetzt wegen Unterernährung und Traumata im Blackwood Sanatorium behandelt. Naja, so unternett waren sie nicht. Das ist ein Black, der Alleineigentümer der Nordmann Company und das erklärte. Dem Buggles-Vorfall sei bedauernswert und eine umfangreiche interne Nachforschung wird durchgeführt. Weiter behauptete er, dass Bernstein ohne Erlaubnis, das Sanatoriumsgelände betreten hatte. Er hat angenommen, dass der tägliche Angriff aufgrund eines Streits um Bernsteins Kamera haben sie eingezogen, okay. Ich kann es halt nicht mal durch meine eigene Webcam sehen. Ja, das war wahrscheinlich die Kamera, die wir gesehen haben. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir nochmal kurz in die Schmetterlingseffekte. Wie sieht's unser Mike? Unser Mike ist verflucht tapfer. Josh ist runtergegangen, warum auch immer. Ehrlichkeit ist sowas von unten. Chris hat gesagt, er würde Ashley retten. Oh. Rettungsaktion. Jessica erfolgreich nachgelaufen. Ja, aber sie ist trotzdem verreckt, weil ich wahrscheinlich einen Haufen Fehler gemacht habe. Totems? Nee, vergiss es. Der Unbekannte, 1952. Die Zwillinge. Okay, würde ich sagen, machen wir im nächsten Part hier weiter bei Until Dawn. Es ist sehr spannend gerade, es ist sehr interessant. Ich bin gespannt, wo unser Mikey hier noch hinkommen wird. Ich meine, hey, wieder glücklich Single, aber... Ja, mal sehen, ich weiß nicht. Im Moment, es tut mir sehr leid um Josh. Aber für die Story hat es gepasst. Und sage ich mal, Chris kann wahrscheinlich besser damit leben, seine Liebe gerettet zu haben. Aber dafür seinen besten Kumpel umgebracht zu haben, als wenn er dann. Sag ich mal, Josh hat eh seine Schwestern verloren. Wir haben doch gemerkt, dass dem nicht so gut ging. Bis zum nächsten Mal.